Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch herzlich zur anderen Folge von Let's Plays Backsteinisch begrüßen. In der heutigen Folge werden wir wahrscheinlich Level 30 erreichen, den Bogen versabbern und dann vielleicht sogar schon durch das Enderportal gehen. Weiß noch nicht. Ach, schön. Deponia-Musik. So eine gute Trilogie. Ich liebe Deponia. Ich liebe es. Guckt euch auf jeden Fall meine Let's Plays dazu an. Jetzt sofort! Bis gleich, bis in, was ist insgesamt, 90? 100? Russa-Wochenendarbeit. Jungs. Stellt mal eure Lage. Engage! Bam! Aua! Bam! Bam! Aua! Bam! Bam! Engage! Jungs! Bam. Jungs! Jungs! Bam. Jungs! 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 Mein Gott! Mein Gott! Mein Gott, Jungs! Mein Gott, kommt runter! Alles gut! Mein Gott, ey! Was denn hier? Ich hab mal von allen Seiten vergewaltigt und durchgenommen. Mein Gott, ey. Meine Güte. Hilfe. Was war denn das? Und warum ist meine Stimme jetzt so verdammt tief? Was ist geschehen? Erfahren Sie dies und vieles mehr in der nächsten Folge von Galileo Mystery. Mystery. Galileo. Alter, kleine Lage. Alter. Oh, eine Schlucht. Will ich aber nicht runterspringen. Nö, kein Bock. Es sind sowieso gleich Level 30. Da lohnt sich jetzt eine Schlucht auch nicht mehr. Ich gehe mal spontan hier rüber. Oh, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 du, du. So, auf, schneller, 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 Level 30 ich haben will. Oh, ein Creeper stirbt. Das hört man doch gerne. Missgeburten! So, bam, 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 bam. Bäm. So, das war's dann. Theoretisch könnt... Mal gucken. Danke, warum muss ich jetzt hier eigentlich wie ein Blöder rumspringen? Hier oben ist sowieso... Neverminze, Pfefferminze. Neverminte, Pfefferminte, Ikidint, Shambi, Grintoyo. Oh, Kohle. Ich liebe Kohle. Ich liebe sie über alles. Ich schäme, ich und die Kohle, Vera bin in einer besonderen Beziehung. Eine einzigartige. Bin ich jetzt kohlesexuell? Haha! Da, die Do, da, Jodo. Kohlesexuell, bald in ihrem Kino der neue Film von Il Liger. Ich weiß nicht, was mir los ist, Leute. Ich komme vom Arbeiten. Ich glaube, da bin ich irgendwie ein bisschen, na, komisch. Komischer drauf als sonst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Yeah. Das sind gleich. Muss noch die Kohle da unten? Los. Los. Knechte, du Knecht. Hole die Kohle. Dammit. Moment doch. Bip, 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 bip. Let's skip. MLG-Sprung. Sprung vor allem. Heißt nicht Sprung, nee. Sprung. Deutsch ist auch ein Fremdwort für mich. So,
Du musst doch bestimmt auch noch ein bisschen Kohle. Nur irgendwo ein ganz kleines Mini-Bisschen. Echt nicht viel. Komm, Junge, ich brauche echt nicht viel. Komm, gib mir den Stoff. Komm, komm. Gib mir den Stoff. Komm. Oh. Oder ein Zombie. Finde ich auch nicht schlecht. Und dann möchte ich dann eher weniger runter. Ja, ja. Ganz ruhig. Schau mal deine Lage. Bra. 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 Brave. Bravel. Super Smash Bros. Bravel. Braffel, Brappel, Brappel, Kohle. Tja, du warst es leider nicht wert, getötet zu werden, deshalb Kohle abbauen. Gib mir the level. Gib mir the level. C-Level. Gib mir die C-Level, die Level aus dem See. An der See. An der See. Wo ist der Reis? Ich hab noch mehr gesehen. Aber wo? Wo war das denn? Hä? Ja, ja. Sehr gut. Das ist exzellent. Okay. Oh, guck mal, da ist Ausgang. Okay, wenn Nacht ist, dann können wir eigentlich auch raus und da den Rest farmen. Dann können wir aber auch jetzt hier wieder die Gamma normal machen. Die habe ich in der letzten Folge hochgedreht. So. So. Ja, ja. Oh! What? Ein Creeper da oben habe ich gesehen. Oh, warte mal kurz, essen. Lass mich essen. Weil du lässt mich nicht zu Ende essen. Ein höfliches Zombie. Sieht man selten. Aber es gibt sie noch, die höflichen Zombies. Komm her, kleines Zombie. Was? Ich hoffe, wir laufen noch richtig, ey. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich denk mal. Also kommt ja einfach mal eine Spinnenarmee. Ist stark. Nee, ich glaube, wir sind falsch. Ja, ich muss nochmal. Was? Ich muss nochmal die Koordinaten auspacken. Weil wir 30 sind. Und mit den Kollegen. So. Lass mich kurz die raussuchen. 274. Ah. Oh, jetzt hab ich's. So, das weg. Ob es wieder hin. So. In die Richtung. Nein. Die. Nein. Die. Die. Hi. Tschüss. Engage! So, exakt in diese Richtung müssen wir. So, dann laufen wir eine Weile und dann gucken wir mal, was aus dem Bogen wird. Wir müssen jetzt noch ein Bücherregal bauen. Und dann bin ich mal gespannt, was aus dem tollen Bogen wird. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und freue mich auf das Ergebnis der Verzauberung. Sofern das Ergebnis gut ist. Und sonst bin ich traurig und weine. Ganz laut. Hä? Na, fuck. Was ist das denn mal geil? Was ist denn das? Ach, Reimann. Okay, ab hier finde ich es alleine. Sehr gut. Hier hoch. Och, komm schon. Was denn so weit, ey?
war denn soweit? Bam, 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 bam. Da sind wir auch schon da, in unserer kleinen Farm. Auch wenn es keine Farm ist, aber das juckt mich relativ wenig. So, haben wir überhaupt genügend Holz, um ein Bücherregal zu bauen? Ich glaube nämlich nicht. Erstmal Holz suchen. So, wo ist Holz? Leute, ich glaube, wir haben kein Holz mehr. Wir hatten eigentlich noch nie Holz, deshalb wäre das nichts Neues, dass wir kein Holz mehr haben. Ich wäre wir brauchen sowieso auch Holz für Leiten und so ein Shit. Für so einen krassen Shit. Kein Holz, kein Holz. Wir können mal die... Das können weg. Wir können eigentlich sowieso mal alle Bücher weg tun, die wir von der Bücherei bekommen haben. Kohle, Kohle, Stein, Bücher. Name Tag, das weg. Scheiße, nicht dort. So. Haben wir eine Axt? Nein. Keine Axt? Wir haben keine Axt. Wir haben nicht mal Holz für eine Axt, oder? Kann das sein? Alter, komm mal klar, Spiel, ey. Mein Gott, ey. Die Packs halten ja Gott sei Dank nicht mehr so lange, weil das Spiel geht ja, Let's Play geht ja nicht mehr allzu lange. Das, was ich überhaupt kein Holz haben, ist ja un... Oh. So, jetzt Holz her für mich. Weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich fahre einfach mal ein paar Bäume. Wird schon passen. Das sehen wir dann, ob wir machen einfach mal ein Stack. Dann haben wir auch auf jeden Fall auch wieder mal was für eine Weile. Sollten wir wieder was brauchen. Vielleicht können wir den Ender Dragon mit Holz bewerfen oder so. Geht dann bestimmt schneller down. Ich weiß nicht echt, ob ich im End dann vielleicht nicht sogar Optifine ausmachen soll, wenn das so rumspackt. Diese sind dann noch irgendwie am Ende Probleme haben, die Hälfte nicht mehr sind und uns dann der Ender Dragon runterwirft oder so eine Kacke. Boah, wir wissen ja auch noch gar nicht, wo wir spawnen, ne? Herber Stack reicht eigentlich. Kriegen wir zwei normale Stacks raus. Nehmen wir den Baum noch, dann reicht's auch. Dann reicht das so. Gib. Danke. Den nehme ich nicht mit. Verarscht. Der kriegt gedacht, ja, ich werde mitgenommen, aber nope. Ah, nicht gegen die Wand laufen. Das wäre nicht so prickelnd. Wäre nicht ganz so prickelnd. Hört man, die sind sowieso oben. Oh, schade. Das ist zu viel, Patrick, leck mich. Und du glaubst, es juckt mich. So. 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 Gib. Das sind immer noch viel zu viele. Ich will aber, dass es so viele sind. Warum es denn besser aussieht? Woho? Moment. Muss ich von außen ran? Tut weh. Moment. Das klappt so nicht. Ich finde es auf jeden Fall stark, alles abzureißen, nur um hier ein Bücher-Dings hinzubauen. Finde ich schon stark. Reicht das schon?
Dann müssen wir noch mal ein paar machen. Ach komm, ich habe jetzt keinen Bock, runter zu laufen. Bin jetzt faul. Leckt mich. Weißt du, wir müssen dann nachher sogar noch mal Holzfarmen gehen. Die drei werden, glaube ich, nicht mehr reichen. Wär stark. Aber gut. So, vielleicht reicht ja das schon. Nee. Dann nochmal Holzfarmen gehen. Machen wir die Folge halt mal ein bisschen Überlänge. Ich würde gerne den Bogen in der Folge noch fertig kriegen. Das wäre so mein Wunsch. Und das machen wir auch noch, weil wenn das mein Wunsch ist, dann wird mein Wunsch erfüllt, weil ich krieg immer, was ich will. Ja, nicht immer, aber jetzt mal. Ausnahmsweise, Leute. Ihr müsst mir auch mal nachsehen, dass ich mal das möchte, was ich will. Passiert mir nicht so oft. So. Noch mehr Holzfarmen, das ist wunder... wundertoll, wundervoll, wunder... Jato, Koll... Kennen. Ja, Gott. Geht ab mal ihre 18, 19 Minuten. Scheiß doch drauf. Ich muss es ja rendern. Ihr seht's ja nur. Was schön, wenn man eins lädt. Ich liebe dieses Spiel. Aua. Hat gerade irgendwas in mir gebrannt. Weiß nicht, was. Bin ja relativ ruhig, ne? Ja, ich konzentriere mich gerade auch hart. So, das reicht. Bam. Auf, zurück. Zurück zum Eigentlichen, was wir tun müssen. Jawohl! So, oben, oben, oben ist es wunder, wunder, toll und voll. Bombadidado. Falsch, falsch. Hoch. Hoch. So. Das dürfte eigentlich schon reichen. Ah. Oder müssen die drei hoch sein? Wahrscheinlich, ne? Ne, hier scheint es frei, da scheint es frei, da scheint es frei. Ne, so doch eigentlich, oder nicht? Mal was, ich habe keine Ahnung. Eigentlich weiß ich, dass man es noch viel leichter bauen kann, aber eigentlich ist 1, 2, Leute, das ist jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder? Moment. Patrick, zukünftiger Beruf Architekt. Wait. No. Just no. So. Jetzt Moment. Jetzt machen wir hier noch einen hin. Da. Machen wir das weg. Wir haben das gleich, Leute.
Und wenn es dann nicht geht, dann verliere ich meinen Glauben an die Menschheit, Leute. Dann habe ich den nicht mehr. Aber das Lied gerade finde ich auch richtig schön. Doch. Gefällt mir gut. Gibt's 2 Likes? Nee, 5. So, hier ist jetzt alles voller Bücher. Jetzt vielleicht. Ja, doch, jetzt sind es weniger. Okay, Leute, wisst ihr was? Bevor das hier noch ewige Jahre geht, mache ich das einfach jetzt kurz auf Screen, fertig die Bücher regeln, dann werden wir verzaubern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde mich einen Daumen nach oben oder man kann auf uns sehr freuen. Link zur ersten Folge und zur Playlist befindet sich unten in der Beschreibung. Und auch also schon wieder Links für YouTube, Facebook, Proxy, Hitbox, Twitter und Instagram. Ich sage von meiner Seite aus Tschüss, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Und ja, was gibt's denn da noch zu sagen außer Tschüssili?